Thank you.
Thank you.
Fantasie, dass ich noch liebe. Und der Rat einer Herde macht mich gerettet. Wie die schreckliche Schlange liegt dort zu meinen Füßen. Das ist mir zu hoch. Muss ich deutlicher erklären, wenn ich dich verstehen soll. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Aber wie liebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Wodurch erhebst du das? Durch Tausch. Ich fange für die sternflammende Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Davor erhalte ich täglich Speis und Trank von ihr. Der flammende Königin, wenn es etwa gar die mächtige Herrscherin der Nacht wäre, sag mir, guter Freund, warst du schon so glücklich, diese glitternde Nacht zu sehen? Sehen? Ja. Die sternflammende Königin sehen? Wunderlicher Mann. Aber um alles in der Welt, Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen. Brauch keine! Bei mir ist ein starker Druck mit der Hand, mir als Waffe. Bin in meinem Leben nicht so stark gewesen als heute. Papageno! Oh, das geht mich an. Sieh dich um, Freund. Wer sind diese Damen? Wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Feigen bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ich denke nicht. Papageno! Was muss ich denn heute verbrochen haben, dass sie gar so aufgemacht wie er mich sind?
übergebe ich meine Vögel. Dafür schickte unser Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein reines, helles Wasser. Und mir gefällt sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein dir oben bringen soll. Ich wünsche, dass er dir voll bekommen möge. Was? Steine soll fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses goldene Schloss vor den Wuppen zu schlagen. Du willst vermutlich wissen, warum die Fürstin dich heute so wunderbar bestraft. Damit du künftig nie mehr Fremde belügst. Und dass du nie dich der Heldentaten rühmst, die andere vollzogen. Sag, hast du diese Schlange bekämpft? Wer denn also?
noch mehr ihr mütterliches Herz, hat beschlossen, dich ganz glücklich zu machen. Hat diese Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit, als er zärtlich ist. Oh, so ist meine Tochter ganz gewiss gerettet. Gerettet? Oh, ewige Dunkelheit, was hör ich? Hat ein mächtiger, böser Dämon ihr entrissen. Entrissen? Euer Goethe, sagt, wie könnte das geschehen? Sie saß an einem schönen Maientag ganz allein, in dem alles beliebende Zypressenwäldchen, welches immer ihr Lieblingsaufenthalt war. Der böse Witz schlich und bemerkt hinein, belauschte sie und... Er betrifft dem bösen Herzen auch noch die Macht, sich in jede erdenkliche Gestalt zu verwandeln. Auf solche Weise hat er auch bemerkt. Dies ist der Name der königlichen Tochter zu ihren Werten. Oh, Pamina! Du mir entrissen! Du in der Gewalt einer ewigen Bösewicht! Bist vielleicht in diesem Augenblick ein schrecklicher Gedanke. Schweig, Jüngling! Fasse dich! Es verkündigt die Ankunft unserer Königin! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Thank you.
Wirklichkeit, was ich sah? Oder betäubten mich meine Sehnen? Euer guten Götter, täuscht mich nicht. Oder ich unterliege eurer Prüfung. Schützet meinen Arm, stellt meinen Mut. Unter Minos Herz wird ewige Deit mich entgegenschlagen. Thank you.
bitterer als der Tod. Bin ich nicht ein Narr, dass es mich schrecken ist? Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum denn nicht auch schwarze Menschen? Ah, sieh da, hier ist das schöne Fräuleinbild. Du, Tochter der nächtlichen Königin. Nächtliche Königin? Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammende Königin. Meine Mutter? Oh, Wonne! Dein Name? Papageno. Papageno? Papageno, ich erinnere mich, den Namen oft gehört zu haben. Dich selbst aber sah ich nie. Ich dich eben nur mehr nicht. Du kennst also meine gute, zärtliche Mutter? Meine gute, zärtliche Mutter? Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist? Ja. Oh, ich bin es. Das will ich gleich erkennen. Hey. Opa. Die Augen blau? Richtig blau. Die Lippen rot? Richtig rot. Erlaube mir. Ja, ich bin's. Wie kam es in deine Hände? Dir das zu erzählen wäre zu weitläufig. Es kam von Hand zu Hand. Wie kam es in die deinige? Auf eine wunderbare Art. Ich habe es gefangen. Gefangen? Ich muss dir das Umständliche erzählen. Ich kam heute früh, wie gewöhnlich, zu deiner Mutterpalast mit meiner Lieferung. Lieferung? Ja, ich liefere deiner Mutter und ihrer Jungfrauen schon seit vielen Jahren all die schönen Vögel in meinen Palast. Denn als ich im Begriff war, meine Vögel abnehmen, sah ich einen Menschen von mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bild schickte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Liebe? Er liebt mich also? Oh, sage mir das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar zu gerne. Das glaube ich dir, ohne zu schwören. Du bist ja ein Freund, ein Bild. Wo blieb ich denn? Bei der Liebe. Richtig, bei der Liebe. Du hast ein gefühlvolles Herz. Das sehe ich in jedem deiner Züge. Ach, freilich, habe ich ein gefühlvolles Herz. Aber was nützt mir das alles? Ich möchte auf alle meine Fellen ausrufen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Armer Mann, du hast also noch kein Weib? Nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Weib. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dir's vermutest. Wenn er es nur bald schickte. Ist dann der Wahrheit.
ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Doch zeige die Pforten, es zeige die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weinen. Worte, dich getraunet, unmäßig kein Fleisch, erhell seine Herrschaft, das lasst er nicht leicht. Ich weige, ich mute zu Pforte hinein. Die Absicht ist hielen und lauter und rein. Erzittere, feiger, wisse nicht. Aminen retten. Aminen retten. Ist mir Pflicht. Vielleicht sich schon. Hier ist wohl
Etwas gehört und gesehen. La,
Thank you.
Weisheitstempel eingeweiht im Diener der großen Götter Osiris und Isis. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass heute unsere Versammlung ist einer der wichtigsten unserer Zeit ist. Tamino, ein Königssohn, wandelt an der nördlichen Pforte und seufzt mit tugendvollem Herzen nach einem Gegenstande, den wir alle mit Mühe und Fleiß erringen müssen. Kurz, dieser Jüngling will seinen mächtigen Schleier von sich reißen und ins Heiligtum des großen Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute eine unserer wichtigsten Pflichten. Er besitzt Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit? Verschwiegenheit. Ist wohltätig? Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig, so folgt meinem Beispiele. Noch mehr, er ist Mensch. Wie, 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 wie
schweige still. Immer still und immer still und immer still und immer still. Thank you.
dich zu lieben. Goethe! Nun, Mädchen, ja oder nein? Nein! Nein. Warum? Nicht? So stirb! Monostatos, sieh mich hier auf meine Knien. Schone meine Liebe oder Tod? Sprich, dein Leben steht auf der Spitze. Mein Herz habe ich dem Jungling geopfert. Was kümmert mich dein Opfer? Sprich. Nie. So fahr denn hin. Ja. Mein Unternehmer ist nicht strafbar. Man hat mir den Tod geschworen, darum wollte ich nicht sprechen. Herr, strafe meine Mutter nicht. Ich weiß alles. Liebe,
Wenn ich lieber in meine Strohhütte oder im Bade, so hört ich doch manchmal einen Vogel pfeifen. Sch! Mit mir selbst werde ich wohl sprechen dürfen. Und wir auch so können zusammen sprechen. Wir sind ja Männer. Sch! La la la, la la la. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Wildbändiger sonst was. Schöne. Ihr denn alle fremden Gäste auf dieser Art bewirtet? Freilich, mein Engel. So, so. Auf die Art werde die Fremden auch nicht gar so häufig kommen. So wenig. Kann es denken. Die Alte, setz du dich her zu mir. Wie ist die Zeit verdammt lange? Sag du mir, wie alt bist du denn? Wie alt? Ja, wie alt? 18 Jahre und 2 Minuten. 18 Jahre und 2 Minuten? Ja. Ah, du junge Engel, hast du auch einen Geliebten? Ah, freilich. Ist er auch so jung wie du? Nicht gar. Er ist 10 Jahre älter. 10 Jahren ist er älter als du? Das muss eine Liebe sein. Wie nennt sich denn dein Liebhaber? Papageno. Papageno? Wo ist er denn, dieser Papageno? Da ist er, mein Engel. Ich dein Geliebter? Ja, mein Engel. Sag du mir, wie heißt du denn? Ich heiße... Thank you.
Soll ich gehen? Lass ihn nach wie vor bleiben. Ich gehe dir nicht vor. Und wer das Rad vor seine Selbstwürde an mich spannte. Oh, Barmherzigkeit! Wie gewinnt ihr hier? Der Lino, rette mich! Die Herrlöwen machen eine Beute aus mir! Thank you.
ich den Pelzchen verlassen? Zurück! Oh, mein herzliche Güte, wo werde ich mich hin, wenn ich nur wüsste, wo ich herankam? Zurück! Nun kann ich weder zurück noch vorwärts, bis vielleicht am Ende auch noch ungern. Schon recht, warum bin ich mitgereist? Ja nun, es gibt ja noch mehr Leute meines Reichen. Mir wird jetzt ein Gutglas sein, das größte Vergnügen. Juh, da ist er schon. Oh. Herrlich, himmlisch, göttlich. Oh. Ich wäre jetzt so vergnügt, dass ich mir zur Sonne fliegen wollte, solange ich Flügel hätte. Mir wäre ganz wunderlich ums Herz. Ich möchte, ich wüsste, ja, was denn? Hast dich meiner erbarmt?
Ja, mein Engel. Das ist ein Glück. Schönere Seele. Das schwörst du? Ja, das schwöre ich. Thank you.
sagete, und das war schlecht, und drum geschieht es mir schon recht, geschieht es mir schon recht. Glücklich, 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 glüc